Mein Name ist Samuel Greif. Ich arbeite als Attract Fellow hier an der Universität Luxemburg und bin jetzt hier mit meiner Gruppe. Wir machen Forschung zum Bereich Erfassung von Fähigkeiten, die im 21. Jahrhundert besonders wichtig sind. Das sind Fähigkeiten wie vor allem Problemlösen, aber auch kommunikative und soziale Kompetenzen. Ein typisches Beispiel für ein Problem. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben ein neues Smartphone gekauft und haben nun wirklich keine Lust, die so dicke Anleitung zu lesen. Dann haben Sie also dieses Smartphone und das ist ein typisches Problem, weil Sie erstmal nicht genau wissen, wie Sie damit umgehen können und wie dieses Gerät funktioniert. Sie würden dann in den Prozess des Problemlösens einsteigen, bei erstmal herauszufinden, wie dieses Gerät überhaupt funktioniert, indem Sie mit dem Gerät selbst interagieren, indem Sie beispielsweise Knöpfe drücken. Sie würden sozusagen ein mentales Abbild der Funktionsweise entwickeln. Und dann in einem zweiten Schritt könnten Sie dieses Wissen, was Sie über Ihr neues Smartphone sozusagen aktiv gewonnen haben, zielgerichtet anwenden, um zum Beispiel zu telefonieren oder so tolle Sachen zu machen, wie Ihren Kalender zu verwalten. Unsere Testverfahren bestehen aus kleinen Computersimulationen, in denen Personen mit einer neuartigen Situation konfrontiert werden und zuerst die Aufgabe haben, sich Wissen über diese Situation anzueignen und dann dieses Wissen anzuwenden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Eine Computeraufgabe dauert, sagen wir, 5 bis 10 Minuten. Und wir gehen momentan dazu über, weil es intuitiver und auch direkter ist, auf Tablets zu testen. Pisa ist ja nicht nur eine sehr schöne Stadt in Italien, sondern auch die Abkürzung für das Program for International Student Assessment, die weltweit größte Studie, die in 3 Jahreszyklen circa 500.000 Schüler in über 70 Ländern testet in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit und auch probiert, diese Leistungsfähigkeit zu erklären. Bislang ist PISA großteilig beschränkt gewesen auf Fähigkeiten in bestimmten Fachbereichen, Naturwissenschaften, Mathematik, Lesen. Aber es gibt in den letzten Jahren auch hier eine Tendenz, weitere kognitive Fähigkeiten wie Problemlösen und dann auch sogenanntes kollaboratives Problemlösen zu erfassen. Kollaboratives Problemlösen ist Problemlösen in Gruppen. Sozusagen neben dem kognitiven Aspekt des Problemlösens kommen hier Gruppenprozesse, Prozesse des Teamworks, der Kommunikation und der Absprache hinzu. Tatsächlich ist es so, dass die Problemlöseraufgaben, die wir hier entwickelt haben, in PISA 2012 gelaufen sind weltweit und die Aufgaben für kollaboratives Problemlösen, die in PISA 2015 laufen werden, sind auch von unserer Gruppe entwickelt worden.